Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe hier eine Loaded Envelope Explosion am Start. Ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit. Ich freue mich riesig, weil mein Kanal wächst und ich kriege echt coole Kommentare. Danke, weiter so. Freude, Freude. Ja, und wenn man so ein bisschen bei Facebook aktiv ist und so weiter und so fort, kann man sich natürlich auch in so einer Happy Mail Gruppe vergnügen. Das macht total Spaß, mit anderen Leuten Happy Mails zu tauschen. So, ich habe ja schon den ein oder anderen Loaded Envelope und Happy Mail und Co. hier vorgestellt. Und jetzt möchte ich auch euch hier kurz mein Material vorstellen. Und danach gehe ich hier in die Stillarbeit und quatsch euch nicht den Abend oder Morgen voll, je nachdem man es hört. Sondern möchte ich einmal zeigen, was habe ich am Start, was will ich bauen, basteln. Und dann schalte ich hier den Laberton weg und mache euch irgendwie gechillte Musik an. Ich habe neulich schon mal den Hinweis gekriegt, die Musik, die ich ausgewählt habe, ist ein bisschen zu rockig. Ich könnte vielleicht ein bisschen entspanntere Musik machen. Ich guck mal, was ich machen lässt. Gut, wir haben das Kerzstück eines Loaded Envelopes. Ein Envelope. Zack. Erstmal vorbereitet. Ich habe ja immer meine Schablonen für die Umschläge in verschiedensten Größen. Also hier habe ich noch so einen kleineren. Und an der Stelle hier kommt so ein Mini-Mini ins Spiel. Die sehen dann so aus. Zack. Und die habe ich mir quasi schon vorbereitet. Brauchst du mir nur noch schnappen und umwandeln. Vielleicht drehe ich die noch ein bisschen andersrum, weil die Außenseite ist ein bisschen langweilig. Also selbst dann kann man einfach sagen, hier, ich nehme die Seite, die ist schöner. Schwuppdiwupp und zack, ist der Umschlag anders. So geht's auch. Also, ein Herzstück des Loaded Envelopes, der Envelope. Dann habe ich ein bisschen Inhalt. Also hier habe ich zum Beispiel Edith Holden und man kann unschwer erkennen, dass es sich um einen Nature Loaded Envelope handelt. Jetzt möchte die Mauzekatze raus. Mauzekatze, hast du es ja wirklich gut überlegt, nicht, dass du in 3 Minuten wieder rein möchtest. Ich glaube, das hieß ja. Ich lasse sie kurz raus, dann bin ich wieder Text, mit Text bei euch. So, Mauz, raus mit dir. Dann geh auch. Husch. Der kratzt bloß raus. Das Mauzekind möchte raus. Wir können die Uhr danach stellen, dass sie in 5 Minuten wieder kratzt und wieder rein möchte. Okay. So, Loaded Envelope. Ihr seht, ich habe Rusty Patina Farbe an den Händen. Nein, sie geht nicht so leicht ab, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir ein bisschen Sachen zurechtgelegt. Einerseits habe ich hier Inhalt für das Journal, andererseits habe ich hier den Aufbau. Die Rückseite möchte ich so gestalten, dass ich hier die Gartenjute drauf mache. Und hier sind sie wirklich aus dem Gartenladen. Sie riecht auch wirklich ein bisschen nach Gartenladen. Also sie riecht halt irgendwie nach Garten. Hier werde ich hier so ein Glanzbildchen draufsetzen, habe ich mir schon überlegt. Und in den offenen Envelope werde ich dann hier die großen Seiten stecken. Aber ich will die nicht schneiden. Also ich finde die schön, wie sie sind. Und es soll ja auch so sein, dass ein Loaded Envelope Material beinhaltet, mit dem man dann weiter basteln kann. So, also den Teil werde ich hier reinstecken. Die beiden kleinen gefüllten Umschläge werde ich dann in die Tasche, also in die Jute-Tasche hier packen. So, das erstmal so als kleine Einordnung der offenen Seite. Die geschlossene Seite, da werde ich jetzt 2 kleine Taschen drauf machen. Da werde ich noch Register für ausstanzen, dass sie hier drauf wohnen können. So, da habe ich auch schon ein bisschen was drauf, sag mal, ideenmäßig vorbereitet. Mit einer schönen selbstgefundenen Feder. Und wie ich das hier so tülü anbringen wollen würde. Hier hätte ich noch so ein paar Gedichte aus dem Edith Holden Buch hier oben. Mal gucken, ob ich die noch irgendwie unterbringen kann. So, das erstmal zum Aufbau des Umschlags an sich. Inhalt habe ich hier noch so ein bisschen Edith Holden Kram, den ich mir theoretisch ausreißen, ausstanzen kann. Ich wollte hier ein paar so mal Notizblockblättchen reinpacken. Ich finde die ganz süß. Kann man vielleicht ein bisschen abtönen, wenn man das für sich möchte. Oder auch nicht. Die werden hier auf jeden Fall einziehen. Ich habe hier ein Ausmalbild. Das wird auch einziehen. Ich habe hier noch ein Glanzbildchen. Das passt jetzt farblich nicht so 100%, aber ich finde das total schön. Das ist ja eigentlich auch eine Materialsammlung, damit Menschen damit weiter basteln. Ne? Also es ist nicht so, dass jetzt ich den Anspruch habe, hier alles
in Perfektion am Start zu haben. Was ich hier noch machen möchte, ich will die Karteikarten, habe ich mir ein paar zusammengesucht, die werde ich auf einer Seite bebasteln, sodass sie Einzug in ein Journal halten können, wenn die Beschenkte ein Nature Journal mit diesen Sachen machen möchte. Dazu können zum Beispiel die Gedichte passen. Und ich habe jetzt hier auch noch so ein paar kleine, feine Blättchen, das sind echte, das ist kein Plastik. Die habe ich mal geschenkt bekommen, eine ganze Tüte. Die habe ich neulich wiedergefunden und dachte mir, oh wie schön, diese kleinen Rippenblättchen. Und auch noch eine weitere Feder. Also ich habe noch so ein bisschen mehr Material drumherum, da muss ich mal gucken, was benutze ich wie. Genau, das Holdenbuch kann auf jeden Fall hier weiter zur Verschönerung dienen. Und ich denke auch mal Buchseiten, ne? Also ganz klarer Fall, Buchseiten auch. Solltet ihr euch wundern, dass mein Schreibtisch hier so verschmiert ist. Ich habe gerade 3 Projekte parallel am Start, die ich auch alle Stück für Stück filme. Immer wenn eins gerade am Trocknen ist, kümmere ich mich halt ums andere. So, was habe ich denn an Inhalt noch? Ich habe hier einen ganzen Haufen kleiner Stanzteile, auch ganz bunt gemischt. Die werden in diesen Umschlag hier einziehen, wenn der fertig gemacht ist. Und dann habe ich, ich muss mir mal eben hier noch so, so ein kleines Schächtelchen schnappen. Dann habe ich hier weitere Holzteilchen, Knöpfe mit lila Blümchen und kleine Marienkäfer, die in den kleinen Umschlag einsteigen werden, wenn der fertig ist. Ich denke immer, so ein Tüdelkram kann man nicht genug haben. Das sind immer schön und fein. Also die werden nicht verbastelt, die werden mit als Füllung benutzt. Genauso wie diese Buchseiten hier. So. Ja, das ist jetzt einfach das Projekt, was ich euch jetzt kurz vorgestellt habe. Ich schalte jetzt einfach auf tonfrei. Hol mir noch eine Buchseite. Das wäre, glaube ich, echt ganz gut, gerade hier für die Karteikarten. Und dann starte ich durch. Ihr dürft mir zuschauen und ja, mal gucken, vielleicht gechillte Musik anhören. Ich bin mal gespannt, was ich so zusammensuche. Dann viel Spaß beim Zuschauen. Thank you.
gebracht. Ich habe meine Materialien fertig. Der Umschlag ist fertig. Und jetzt habe ich vergessen, das liebe Handy auf Flugmodus zu schalten. Das heißt, ich kriege noch Nachrichten. Ich hoffe, ihr hört dieses Gebrummen nicht so. Weil ab und an rauscht immer eine Nachricht rein. Wir kommen zurück zum Umschlag. Ich habe zwei Taschen auf der Frontseite des Umschlags. Ich habe den Umschlag an sich, Inhalt. Und vor dem Umschlag ist hier noch ein, ja, mit so einem Gärtnerjute, mit so einer Gärtnerjute. Schön, kann man da noch was vorstellen. Das ist das Grundgerüst des Loaded Envelope. So, und jetzt wollte ich den mal mit euch beladen. Das haben mich die ein oder anderen Menschen gefragt. Mensch, wie belädst du denn so vernünftig einen Loaded Envelope, dass das cool aussieht? Und ja, ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen was extra hier gemacht. Das ist nicht nur der Umschlag, weil ich habe auch Sachen, die ich wahrscheinlich gar nicht in den Umschlag bekomme, vermutlich. Ich gucke erstmal. Also, wie würde ich das jetzt erstmal angehen? Ich habe ja hier total viele Sachen am Start. Ihr habt das meiste davon, habt ihr ja gesehen, wie ich das gemacht habe. Ein paar Sachen habe ich auch noch einfach aus der Schublade gezogen, weil ich sie schon vor längerer Zeit gemacht habe. Zum Beispiel diese Tags hier und auch Tag oder Lesezeichen, hat schon fast Lesezeichencharakter. Die habe ich schon vor einiger Zeit gemacht. Und ja, ich habe neulich bei eBay Kleinanzeigen was Feines gekauft mit dem Ephemera zum Thema Nature. Sehr passend. Da gebe ich gleich mal ein bisschen was von ab. Da sind total die schönen, süßen Sachen bei. Und da freue ich mich einfach, dass das hier direkt zu dem Thema passt. Und ja, so ist es. Das geht jetzt hier zusammen, ne? Und dann geht das Ganze auf die Reise. Ich habe Folgendes. Ich habe einmal diesen Mini-Umschlag. Dann habe ich hier diese kleinen Holzteile, Knöpfe. Zeige ich das mal. Holzteile, Knöpfe, Marienkäferchen und so. Die werde ich in diesen Mini-Umschlag packen. Das als erstes. Dann haben wir nämlich hier schon mal der Mini-Umschlag, der wiederum wird auch in den großen Umschlag gesteckt. Gucken wir mal, dass wir das hier alles sinnvoll hoch reinbekommen. Ohne dass es sich wehrt. Gucken wir mal. Ja, hier auch kleine Schnecken und Blümchen. Und Marienkäferchen und überhaupt und außerdem. So, mal gucken, ob ich den überhaupt dazu bekomme. Ja gut, wenn es rauspurzelt, es purzelt ja in die Happy Mail selber. Und daher. Ja. Ich mache jetzt nicht den gleichen Fehler wie bei der letzten Happy Mail und versuche auf dieses fragile Notenpapier Klettpunkte zu setzen. Das werde ich nicht tun. Das Herzchen soll jetzt einfach so beisammen bleiben. So. Umschlag, boah, frei gefüllt, aber zu. Kann man schon mal zur Seite legen. Dann habe ich ja diesen etwas größeren Umschlag hier. Habe ich auch schön dekoriert. Da habe ich jetzt auch keine Taschen oder was auf die Frontseite mehr gepackt. So, jetzt dachte ich mir, dass ich den Ephemera-Teil hier, diesen Ephemera-Kleinkram-Teil, den auf jeden Fall da reinpacke und auch meine Stanzteile, die ich hier zusammengesammelt habe. Also ich habe schon mal, ich mache immer, wenn aus meinen Papierresten mache ich Stanzteile. Dann ziehe ich mal so 1, 2, 3 Stunden Sachen durch die Maschine. Man muss die ja immer noch ein bisschen versäubern. Ne? Da bleibt hier und da ja noch was hängen. Und dann habe ich mal so einen kleinen Vorrat an schönen Teilen, den ich dann, sage ich mal, auch so hier für so Happy Mails und sowas so wunderbar benutzen kann. So. Und den werde ich jetzt hier mit reinpuzzeln. Ich hoffe, dass das alles funktioniert vom Platz her. So, ich habe nämlich hier noch eine Handvoll kleinere Teile, so Schmetterlinge, Blumen und so. Möchten auch noch mit da einsteigen. So, auch jetzt hier schön alles ein bisschen zacken lassen. Kann man dann auf jeden Fall rausnehmen und sich in die Hand schütten. Ich gucke mal eben, ob das hier alles ein Bildausschnitt hier. Ja, läuft bei euch. Ein Traum. So, jetzt habe ich schon mal die ganzen kleinen Sachen weg. Jetzt habe ich hier Taschen für was Großes. Ich habe extra gesagt, der Loaded Envelope bleibt offen. Ich möchte nämlich die, oh, die soll jetzt nicht unbedingt, aber ich möchte hier die ganzen Edith Holden Seiten reinpacken. Machen wir das mal. Teil 1. So, dann haben wir, ich drehe mal zwischendurch um, dann haben wir hier zwei Seiten, zwei Taschen, eine etwas kleinere und eine größere.
Und jetzt habe ich hier ein bisschen Sachen zusammengesucht, die in die kleinere auf jeden Fall passen. Gegebenenfalls werde ich hier noch so ein paar Sprüche in einen kleinen Umschlag noch packen, weil ich möchte ja auch nichts hier drin versenken, was nie wieder rauskommt. Ne? Ich finde auch so Blumenpflücken im Unterholz ist doch irgendwie geil. Der Spruch ist doch schon herrlich. So, jetzt habe ich hier noch so, was ist das, ein Lilienstrauß. Das passt jetzt farblich nicht hundertprozentig, aber es ist ja eine Natur-Loaded-Envelope-Geschichte. Und deswegen puzzle ich mir die hier so ein bisschen zurecht. Gucken wir mal, ich habe jetzt hier noch diese Sprüche. Also die kleinen, die großen passen auf jeden Fall nicht in den Umschlag, aber die kleinen sollte ich da reinpacken, weil sonst gehen die nämlich runter. So, dann würde ich jetzt nämlich hier die größeren reinstecken. Und dann würde ich, guck mal, ich habe nämlich hier auch noch diese Karten. Die sind einfach zum Schreiben. Na, das sind einfach so kleine, süße Journaling-Cards. Die könnten auch noch nicht hier vorne rein. So, und zack, passt es auch schon wieder farblich. Was immer ein schöner Effekt ist, ist, wenn man so ein bisschen auffächert, dass man so Teile von den Karten sieht. Und auch das, was dahinter ist, sieht man ja auch. Soweit sind wir schon mal. Jetzt gucke ich mal. Ich glaube, dieser Tag passt hier wunderbar rein. Der Pilz-Tag genauso. Puzzle, Puzzle, Frickel, Frickel, Fummel, Fummel. Ich möchte natürlich auch nichts hier abbauen von meinen Tags. Die sollen ja alle so schön bleiben, wie sie sind. Wo bleibst du denn jetzt hier hängen, mein Schatz? Naja, im Zweifelsfall muss man es einfach immer weiter nach hinten schieben. Und dann kommt man da schon längs. So, gucken wir mal, kriege ich dieses Nature. Dieses Nature-Schatzi steht natürlich richtig raus, ne? So, ich könnte jetzt Folgendes tun. Dadurch, dass wir die Sachen hier haben, könnte ich jetzt dieses Teil hier noch mit reinpacken. So, geht eigentlich ganz gut. Ja, warum nicht? Ich muss jetzt einfach nur noch mal gucken, ob ich hier, sag ich mal, die Sachen, die ich noch extra habe, wollte ich eigentlich auch noch mal extra zusammenrollen und dazu packen. Sonst platzt mir dieser Umschlag hier aus allen Nähten. Also ich habe jetzt Folgendes, ich habe hier die Edith Holden Seiten und ich habe jetzt hier noch diese riesen Karteikarten. Ein bisschen Klebstoff. Die jetzt hier mit Vorsteck. Dann packe ich noch die beiden kleinen Sprüche. So, also Vorstecken ist gut. Die muss man natürlich ein bisschen schicker machen hier. Geht doch gar nicht. So, kommen noch die beiden Sprüche mit rein. Schlag wieder zu. Und dann stecke ich die beiden Umschläge. Das ist auch noch sichtbar. Hier in diese Fronttasche. Irgendwas zickt jetzt hier gerade rum. Ah, die Lasche zickt. Das ist doch gar nicht so zicken, Lasche. So. So. Ja, das ist jetzt der eigentliche Loaded Envelope. Und jetzt habe ich hier noch so ein bisschen Beigabe im Sinne von ein paar Buchseiten über Vögel. Noch so ein kleines Tag-Bildchen, das habe ich auch mal selbst irgendwann in Happy Mail gekriegt. Ein paar Sachen habe ich schon genutzt, ein paar halt nicht. Und dann habe ich gedacht, so Mensch, reservierten dazu auf jeden Fall. So ein bisschen was zum Weiterverbasteln darf ja nicht fehlen. So. Und da dachte ich mir jetzt einfach, und was ganz wichtig ist, oder was ich ganz wichtig finde, noch ein bisschen was von der Gartenjute hier. Es ist ja nun ein Nature Journal. So. Und da mache ich das mir jetzt einfach und nehme hier so einen Bulb-Pin. Ich hoffe, ihr könnt das alle sehen. Fokussierst du? Könnte klappen, ne? Da ist eine kleine Eule und ein kleines Reh dran. In dem Bulb-Pin. Und die
Bulb pinne ich jetzt hier einfach dran, um es zuzumachen. Ein bisschen Zucht drauf, dass es dann auch hält. Zack. So. Ja, ein bisschen mehr Zucht hätte ich euch machen können. Egal. So werde ich einen kleinen lieben Gruß noch, den ich auch hier vorbereitet habe, an die liebe Esther schicken. Na komm schon jetzt. Möchte ich dich aber auch noch vor die Lasche bekommen. Warum auch immer du hier mit deiner Lasche so. Na, wahrscheinlich, weil der Umschlag so dick ist schon. Möchte ich dich aber vor dem zweiten Umschlag bekommen. Schatz, ich zick doch nicht rum hier. So viel Zeit miteinander verbracht, da kannst du dich doch nicht beschweren. So, das ist jetzt auf jeden Fall hier mein Gruß an Esther. Ja. Zack, jetzt habt ihr mal gesehen, wie ich so einen Loaded Envelope wirklich loade. Ich bin gespannt, was sie dazu sagt. Ich hoffe, dass ich ihren Geschmack treffe, auch wenn hier und da so ein bisschen was glänzt und ein bisschen rosa dabei ist. Vieles nicht. Man kann ja teilweise auch noch Sachen ein bisschen mehr Vintage einfärben und könnte zum Beispiel die Rosen hier noch so ein bisschen dämpfen. Genauso dieses Fältchen hier könnte man auch austauschen. Ja, ich werde jetzt hier meine Schreibtischunterlage erneuern. Die hat jetzt in der ganzen Bastelzeit ein bisschen gelitten. Ich möchte gerne mal neu. Ich wünsche euch einen schönen, feinen Bastelabend oder Tag, je nachdem, welche Uhrzeit ihr gerade habt. Und ich freue mich sehr, euch beim nächsten Video wiederzusehen, was von euch zu hören oder zu lesen. Eher zu lesen vermutlich. Und freue mich echt auf Kommentare oder Hinweise, was soll ich denn noch basteln für euch? Oder vielleicht macht ihr auch mal bei so einer Happy Mail Aktion mit und man trifft sich dabei virtuell. Ja, lasst euch gut gehen. Happy Bastelzeit. Bis demnächst in diesem Kino.